die Unterschiedlichkeit der Darstellung der Werte ergibt sich dadurch, dass man sieht es hier auch ganz klein und mir ist es nicht aufgefallen, ich habe auch nicht drüber nachgedacht, dass halt der Airspeed in IL-2 angezeigt wird. Bei War Thunder, meine ich, hätte es eine Option gegeben, das einstellen zu können, ob der mir IAS, TAS und ich meine sogar Ground Speed anzeigt in der Darstellung. Ich habe es eben mal kurz durchgerechnet und es passt auch von der Geschwindigkeit. Die A3 ist sogar ein bisschen schneller noch als die A1 in War Thunder, was ja auch richtig ist, baubedingt durch den Motor. Und ja, mir fällt ein Stein vom Herzen, dass das aufgeklärt ist, weil ich war echt so ein bisschen angefressen und dachte mir so, boah, das kann ja gar nicht sein. Da fehlen mir ja echt ohne Ende km/h bei der Focke Wulf 190 A3 in IL-2, aber ja, es ist aufgeklärt. Ich danke vielmals an die Hilfe hier in den Kommentaren und ja, super. Danke.